Hier kommt das zweite Wohnwagen-Video. Der Wohnwagen ist jetzt fast fertig, ein paar Kleinteile fehlen noch. Aber wir waren damit schon einmal im Urlaub. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Und erkläre euch ein bisschen, wie wir was gemacht haben, was wir benutzt haben. Und ich sage auch, was wir bereut haben. Das hier ist die kleine Sitzecke. Die haben wir immer als Sitzgruppe aufgebaut. Also man kann da auch ein Bett draus machen. Und oben drüber aus dem Schrank, da kann man auch noch ein Bett draus machen. Und das ist auch die Wand, die komplett kaputt war. Also die Rückwand hinten. Das sieht man im vorherigen Video. Ich gehe jetzt einfach mal systematisch durch, was ich hier so sehe. Und sag was dazu. Also die Kästen unten, die haben wir tapeziert. Das ging eigentlich ganz gut. An diesen einfachen Flächen haben wir es bis jetzt auch noch nicht bereut. Nur an der Wand war Tapezieren eine richtig dumme Idee. Weil dadurch, dass im Wohnwagen immer Feuchtigkeit ist und dass der wieder warm und kalt und dann durch diese ganzen Umschwünge zieht sich die Tapete zusammen und löst sich einfach wieder ab. Also diese Tapete, die hier vorher an der Wand war, das war wie so eine dünne Plastikschicht eigentlich. Die haben wir zwar angeraut, aber trotzdem hat der Tapetenkleber darauf nicht gehalten. Also wir haben auch keinen Kleister genommen, sondern da gibt es so einen Kleber für schwere Tapeten. Und da, wo es halt richtig halten soll, aber der war auch auf Wasserbasis und der hat überhaupt nicht gehalten. Also, ja. Ich habe jetzt schon an x Stellen nachgeklebt mit einem anderen Kleber, aber es löst sich immer noch ab. Und es rollt sich dann auch, so wie hier, so ein, dass man das gar nicht mehr richtig glatt dran geklebt kriegt. Also tapezieren nicht machen. Genau, jegliche Ecken haben wir mit Acryl eine Fuge reingemacht. Wir hatten da so coole Abzieher aus Silikon, das ging ganz gut. Genau. Also das haben wir an den Ecken von der Tapete, da waren vorher so, na, wie so Paspeln. So Wülste, die so in den Kanten überall an Übergängen waren, diese Wülste mit drin. Haben wir die noch irgendwo? Hier sieht man den noch. Und an den Schränken haben wir auch überall Acrylfugen. Das hat richtig was hergemacht. So der Unterschied. Und auch an den Schranktüren, wo solche Stellen waren, hier haben wir es jetzt vergessen. Da haben wir auch eine Acrylfuge hingemacht. Genau, hier die Badwand, die haben wir auch tapeziert. Und alles, was weiß ist, das ist gestrichen. Mit so einem lösungsmittelfreien Lack. Das war allerdings auch nur so eine mittelmäßige Idee, weil sobald man da mit irgendwas rankommt, ist da halt eine Macke drin. Da haben wir beim Ausräumen jetzt eine Kiste auf dem Tisch gehabt. Ist jetzt eine Macke drin. Muss man mal schauen. Wir haben uns eh erst überlegt, ob wir da neue Tischplatten machen, aus dem gleichen Material wie in der Küche. Hier diese Platten, die man dann an den Kanten, wo man dann an den Kanten so ein Band aufbügelt. Aber haben dann gedacht, jetzt tun es erstmal die alten Platten noch. Die mussten auch spachteln. Irgendwo ist die uneben hier. Bei der großen war noch ein viel größeres Loch drin. Genau, mal schauen, was wir jetzt machen, ob wir das noch bekleben oder einfach eine Tischdecke drüber oder ob wir das ausbessern. Dann sehen wir hier noch den Boden. Das ist Klebekork, 4 mm. Der war schon vorgeleimt. Das hat alle, ja, doch, Vorleimen war gut. Dadurch haben wir ein bisschen weniger Kleber gebraucht. Der war aber auch vorversiegelt. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen, weil wir haben, glaube ich, viermal versiegelt, damit wir irgendwie diese Rillen
die da dazwischen sind, zugeschmiert kriegen. Ist jetzt immer noch nicht überall ganz zu, aber wir haben es jetzt gelassen. Ja, also Klebekork kann ich echt empfehlen. Der hat sich auch gut zuschneiden lassen. Einfach anzeichnen mit Bleistift und dann kann man das mit dem Cutter an dem Lineal entlang schneiden. Das ging einwandfrei. Hier der Tischfuß von dem kleinen Tisch, der war kaputt. Da haben wir uns jetzt so eine Eigenlösung was gedacht, weil die Füße ja relativ teuer sind. Jetzt haben wir da so einen Fuß gekauft im Baumarkt. Das ist so ein ganz normaler Fuß. Eigentlich hätte es hier nämlich so einen klappbaren gebraucht, wenn man den fest montiert hätte, weil der Tisch sonst, also der Tisch ist halt zu kurz in der Länge. Deshalb müsste man den Fuß in der Mitte halbieren können, also umklappen. Sonst könnte man da kein Bett draus bauen, dann würde der abgeklappte Fuß immer an der Wand anstehen. Genau. Haben wir den Fuß halt gekauft in der passenden Höhe. Und hier oben haben wir auf den Fuß, der hatte schon Löcher und hier die Platte war schon dran, haben wir eine dünne Holzplatte, 4 mm. Und mit Klett haben wir die Holzplatte da dran geschraubt. Und jetzt kann man den Fuß quasi so wegmachen. Und kann den dann, wenn man ein Bett hier bauen will, einfach neben dran legen. Ja, also das würden wir wieder machen, das ist einwandfrei. Was ich jetzt auch noch zu der Sitzecke sagen kann, ist, dass wir den Tisch quasi dauerhaft weiter links montiert haben. Also er wird durch dieses Häkchen hier in der Mitte gehalten. Und dieses Häkchen, das haben wir jetzt einfach weiter links angeschraubt, wie es vorher war. Und dadurch kommt man besser da hinten in die Ecke rein. Kann sich jetzt zwar dort nicht mehr an der Lehne anlehnen beim Essen, aber das macht ja nichts. Zum Chillen geht's trotzdem. Hier haben wir so ein Fliegengitter hingemacht mit Magnetverschluss. Also ich finde das jetzt wirklich eine richtig gute Lösung, weil das geht wirklich immer zu und das nimmt auch nicht so viel Licht weg wie diese komischen Vorhänge, die aussehen wie überdimensionale Pfeifenputzer. Ja, nur was man hier nicht den Fehler machen darf, ist, man sieht, hier ist eine Naht da oben. Da haben wir nämlich zuerst das Fliegengitter direkt über die Türe beginnen lassen und das Stück habe ich nachher wieder dran genäht, weil wenn man das direkt hier oben dran macht, dann geht es nicht so weit auf. Dann würde es jetzt nur ab hier aufgehen. Und das reicht dann nicht so, es reicht schon zum Rausgehen, aber so geht es eindeutig besser. Unsere Verschlüsselboard. Unsere Küche. Da ist der Lichtschalter für das Licht außen und der Lichtschalter, der ist tot. Da geht nichts. Die Abdeckungen von den Möbelverbindern, die haben wir mit Lack einfach angesprüht. Die waren nämlich natürlich braun, so wie die Möbel vorher auch waren. Genau, hier haben wir so ein kleines Waschbecken reingemacht mit Glasabdeckung. Hier war folgendes Problem. Unser Wohnwagen hat kein Warmwasser. Nur Kaltwasser und die ganzen Wasserhähne, die zu diesen Waschbecken verkauft werden, die sind aber zum Mischen, also für warm und kalt, die haben unten zwei Anschlüsse, wo zwei Schläuche dann drankommen. Und die kosten einen Arsch voll Geld. Und dann haben wir den, also einen der günstigsten einfach hier genommen. Nur hier unten war schon die Aussparung drin im Waschbecken für den Wasserhahn und die war dann zu groß. Dann sind wir zu einem, ich weiß nicht mehr was für ein Betrieb, und haben uns da zwei Unterlegscheiben geben lassen und die haben die uns hier vorne noch abgeflext. Und da musste ich die noch an der Maschine dünner schleifen, damit unten die Schraube wieder zugeht. Und so hat es dann gepasst. Genau, wenn man die nicht dünner geschliffen hätte, dann wäre auch die Glasscheibe oben auf dem Hahn aufgestanden, weil das natürlich höher ist jetzt. Ohne Unterlegscheibe. Wir haben mit Absicht keinen Kocher eingebaut. Wir haben einen Spirituskocher.
Der ist ein Kleiderschrank. Tada! Der hat hier seinen schönen Platz. Kann nicht rumrutschen, weil wir da diese Holzklitzer hingeschraubt haben. Und den doppelten Boden, wo sich die ganze Technik drunter verbirgt. Genau, den kann ich nämlich jetzt entweder in die Küche hinstellen oder ich kann mit dem draußen ein Vorzelt kochen. Also ein richtiges Vorzelt haben wir nicht. Wir haben so ein offenes, wo nur ein Dach und zwei Seitenwände hat. Also ich muss sagen, Spirituskocher immer wieder. Braucht vielleicht ein bisschen länger zum Kochen. Gerade beim Anbraten habe ich es gemerkt. Aber total easy. Spiritus kann man überall kaufen. Man hat nicht dieses, ja, das Gefühl, dass man irgendwie... Dass man so viel Gas mit sich rumschleppt. Also im Sommer, wenn es wirklich warm ist, kann man die Gasflasche einfach daheim lassen, weil wir brauchen die nur für die Heizung. Wenn wir Strom haben, können wir nämlich den Kühlschrank mit Strom betreiben. Können wir aber auch mit Gas, wenn wir autark sein wollen. Genau. Den Kleiderschrank haben wir so gelassen. Mit Kleiderstange. Ist jetzt nur ein bisschen kürzer durch den doppelten Boden. Die Heizung, die war kaputt. Also die war abgehängt. Die haben wir wieder angeschlossen. Und man musste nur unten am Zünder neue Batterien reinmachen und die Kontakte ein bisschen sauber machen. Und dann ging die wieder. Dann haben wir wieder Gasprüfung machen lassen. Jetzt können wir die wieder benutzen. War kein Problem. Wir haben uns überlegt, ob wir die noch mit Heizungslack weiß ansprühen. Aber das Braun macht sich eigentlich ganz gut so. Zur Tapete passt es ganz gut. Und hier die alten Steckdosen wollten wir erst weiße kaufen, aber die sind auch relativ teuer. Dann haben wir jetzt die braunen wieder genommen. Eine weiße hatten wir vom Bad, die haben wir da unten hin montiert. Für die Küche haben wir so ein neues Fliegengitter gekauft. So eins, wo unten keine Schiene hat, sondern nur die Seitenschienen und oben den Kasten. Kann man jetzt das Fliegengitter unten einhaken oder das Rollo in verschiedenen Positionen einhaken. Zuerst hatten wir dort auch so ein Holzrollo, aber wir haben das Fenster jetzt auch wirklich oft benutzt, also von wegen Fliegengitter, das hat sich schon gelohnt. Deswegen haben wir das Holzrollo dort wieder weggemacht und haben da so ein richtiges hingemacht. Dann zur großen Sitzecke. Da haben wir den Fuß noch original von dem Tisch. Den kann man dann so einklappen. Den haben wir schwarz angesprayt, aber ich habe ihn vorher nicht angeraut. Deswegen ist hier der Lack schon wieder weggegangen, dort wo ich dran gekommen bin. Also, auch die Teile vorher anrauen. Diese Fensterbank hier, das ist der Gaskasten quasi. Also genau da unten drunter steht die Gasflasche. Und durch unsere ganze Auseinander- und wieder Zusammenbauaktion hat es an den Ecken nicht mehr so schön gepasst. Da war ein ziemlicher Spalt drin. Hier. Das haben wir alles mit Acryl aufgefüllt. Diese unschönen Ecken hier beim Tapezieren, das ja, war nicht so easy. Außerdem haben wir da Pappmaché drunter zusammengebastelt. Da mache ich dann noch so Filz-Organizer hin, dass es einfach abgedeckt ist. Genauso wie an die Türe, dazu werde ich es noch ein Video machen, wie schon gesagt. Ja. Genau, hier an den Fenstern, da haben wir diese ganz günstigen Holzrollos aus dem Baumarkt. Und die haben wir unten gekürzt. Sind oben eingehängt in so Häkchen. Und das Braune, was dahinter hängt, das ist unser Vorhang quasi. Verdunkelungsstoff, den hatte ich sowieso noch. Und hier ist eine Holzlatte drin. Jetzt kann man den, wenn man will, so aufrollen um diese Holzlatte und dann oben einfach feststecken. Oder man kann den gerade die Holzlatte so nehmen, dass der dann quasi so halb oben ist. Wenn man das ordentlich macht und dann die Holzlatte oben hinter die Häkchen einfach quasi einklemmen. Aber wir hatten die jetzt fast die ganze Zeit unten. Weil das war eh die Seite, wo ein anderer Wohnwagen stand und hier war die Hälfte vom Vorzelt durchs Fenster durch. Also haben wir die gar nicht gebraucht, die Fenster. Ist
eh hell genug, weil hier ist ja noch das Große. Da ist auch noch so ein altes Rollo dran. Ja. Hier oben sieht man es auch ziemlich deutlich an der Decke, dass ich nachgeklebt habe, die Tapete. Da ist jetzt auch noch eine Welle drin. Ach, weiß ich auch noch nicht, was ich da machen soll. Ob ich da irgendwelche Schlitze reinschneide und da Kleber hinten dran mache. Ja, nie wieder Wohnwagen tapezieren. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Was ich aber ansonsten machen hätte sollen, das weiß ich jetzt auch nicht. Hätte ich mich dann noch erkundigen müssen. In unser Dachfenster haben wir ein neues Fliegengitter reingemacht. Das alte war nämlich nicht mehr so schön, war zwar noch, ja, war nur ein kleines Loch drin, aber es war auch so ein weißes, das war echt nicht mehr hübsch. Das ist einfach ganz normales, dünnes Fliegengitter. Ganz normaler, dünner Fliegengitterstoff und den haben wir mit der Heißklebepistole da drauf geklebt. Haben wir auch lange überlegt, wie wir es machen. Heißklebepistole, ganz einfach. Ja, kann man dann danach abschneiden am Rand. Da oben habe ich es noch nicht. Unser Kühlschrank. Ein bisschen dreckig. ja, hat Gott sei Dank funktioniert auf Gas und Strom. Hier unser Schrank unter der Küche. Das alte Gitter war nicht mehr so schön. Im Baumarkt gab es aber ein genau passendes, was da auch reingepasst hat, einigermaßen. Küche ist auch komplett gestrichen mit dem Lack. Und das hier sind die Reste von dem DC-Fix, was ich im Bad benutzt habe. Das war nämlich, da war der Lack abgeblättert teilweise und das war rostig. Auch nicht mehr so hübsch gewesen. Einfach Folie drüber geklebt. So, jetzt gehen wir auch ins Bad. Da haben wir noch so ein Porta-Potti vom Vorbesitzer. Ich will aber eigentlich so eine Kompostiertrenntoilette reinmachen. Die Wanne, die ist auch noch original. Sieht man vielleicht an der Farbe. Das ganze Bad haben wir mit so DC-Fix-Folie beklebt. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das hält gut. Und weil wir da im Notfall auch drin duschen wollen, muss das halt wasserfest sein. Genau, da haben wir so eine mit so einem Holzmuster und so eine weiße mit so einem ganz leichten Holzmuster, was man fast nicht sieht. Das ist alles Silikon in den Ecken. Die Lampe ist auch noch original. Die Decke habe ich auch beklebt. Der Spiegel ist noch original. An den Kanten war der nicht mehr so schön, also hier an den Enden halt. Da war der auch so ein bisschen abgeblättert, rostig. Und deswegen habe ich da einfach Holzlatten drüber geklebt. Also die hier ist zum Höhenausgleich. Die ist quasi so dick wie der Spiegel. Und die habe ich dann so über die Kante drüber. Also der Spiegel endet ungefähr hier in der Mitte von dem. Dass es einfach so abgedeckt ist und das passt dann auch noch zu dem Schrank. Mein Marke Eigenbau Schrank. Mal aufmachen. Da ist so ein schönes Gerüst. Das habe ich genau angepasst an diese Duschwanne. Die ist nämlich hier tiefer und da ist es höher und deswegen habe ich das alles genauso drumherum geschneidert quasi. Und habe mir dann den Schrank so nach und nach, Schritt für Schritt, zusammengebaut. Ich habe den auch mit diesem wasserbasierten Lack lackiert und habe den dann mit Klarlack überlackiert. Aber ihr müsst darauf achten, dass der Lack auch wirklich richtig, richtig wasserfest ist. Bei meiner war es nicht und wir haben hier einen feuchten Waschlappen liegen lassen und jetzt ist hier die Farbe weggegangen. Das ist so ein bisschen aufgequollen. Das Waschbecken, das ist das allerkleinste, was man kriegen kann. Ich glaube 20 cm Durchmesser. Und wieder der gleiche Wasserhahn. Größer hat da eh nicht hingepasst. Da haben wir auch wieder so ein Holzrollo hingemacht. Das gefällt mir richtig gut da im Bad. Und der Schrank hier oben war so eine spontane Lösung. Und diese Regalblätter, die hatte ich eh schon. Die gehören eigentlich in die oberen Schränke vorne. Moment. Hier über den Hut, da wären die eigentlich drin gewesen, aber die haben nicht mehr reingepasst, weil wir hatten ja den Schrank komplett auseinandergebaut und er hatte jetzt irgendwie andere Maße wie vorher. Ja, deswegen haben wir einfach weggelassen und die haben sich dann so ergeben, dann haben wir die einfach hier
zu dem Regal zusammengebaut. Mit nur einem Brett an der anderen Seite, dass das zu ist. War richtig gut, weil die Schraublöcher waren ja auch schon da drin. Da haben wir einen neuen Lichtschalter, so einen ganz normalen. Der war auch vorher schon so oben in der Ecke drin, dass da beim Duschen das Wasser nicht so einfach hinkommt. War schlecht. Eine Steckdose war da auch, die haben wir einfach stillgelegt. Brauchen wir im Bad eh nicht. Falls ich mir die Haare föhnen will, habe ich immer noch hier gegenüber eine Steckdose. Da liegt unser Kusch, Zahnputzbecherle. Mit unseren Holzzahnbürsten und Seifenschmierchen. Noch so Schnickschnack und Wattestäbchen. Ja, ich will auch im Wohnwagen kein Plastikzeug haben, so gut wie es geht. Jetzt sage ich noch was zum Licht. Wir haben überall LED hingemacht, außer die eine Lampe im Bad, die noch alt ist. Na, komm. So schön helle. Kann man sich aber eigentlich an der Stelle sparen. Oder wir können uns sparen, weil wir haben hier unten noch einen Lichterschlauch. Und der ist sogar dimmbar. Vielen Dank an meinen Bruder. Der hat uns nämlich die ganze Elektrik hier drin gemacht. So, können wir ein bisschen dunkel machen. Und wenn man den ganz hell macht, dann ist der so hell, dass man hier hinten sowieso kein anderes Licht braucht. Der geht hier zwischen dem Schrank noch hoch. Und hier geht er in den Kleiderschrank rein. Deswegen ist hier nämlich so ein Kabelwirrwarr noch, das dann da unten reingeht. Zu unserer Batterie und dem Batterieladegerät. Das ist quasi ein ganz neuer Sicherungskasten, was mein Bruder da gebaut hat. In der Küche haben wir auch so eine LED, so eine längliche. Die macht auch super hell, wenn es dunkel ist. Und hier haben wir auch unter dem Schrank einen Lichterschlauch. Oder halt so einen LED-Lichtstreifen. Mit so einem ganz normalen Schalter, wie an Nachttischlampen dran ist. Und da oben, da hatten wir eigentlich auch noch eine Lampe. Und die hätte eigentlich Touch haben sollen, aber als wir sie montiert hatten, haben wir gemerkt, dass die irgendwie funktioniert. Jetzt mal schauen, was wir dahin machen. Ich mache jetzt mal dunkel, damit man das alles hier so schön sieht. Der Lichterschlauch macht auch super hell da hinten. Also ein anderes Licht ist da eigentlich gar nicht nötig. Das Licht da oben in der Ecke ist nur, falls mal jemand oben in dem Hochbett drin schläft. Jetzt zeige ich euch das gute Stück noch von außen. Da hinten kommen auf jeden Fall noch Sticker hin, dass man diese Dellen hier nicht mehr sieht. Packe ich dann mit Garantie in Instagram rein. Ich verlinke euch mein Instagram unten unterm Video. Ziemlich geil, die Radkappe. Die wäre natürlich auch noch ausgetauscht, aber die hier ist noch original. Zuerst wollten wir, dass die Radkästen nicht lackiert sind. Das war ja ein helleres PVC, also so ein helleres Grau. Und hier vorne ja auch. Aber so ist viel besser. An allen Stellen, wo man nochmal abdichten musste, haben wir so ein Zeug reingeschmiert, das transparent ist. Und leider zieht das Dreck magisch an. Also wenn ich jetzt hier mit meinem Finger drüber gehe, dann ist es hinterher dreckig. Also es hält garantiert richtig gut dicht, aber ich würde es nicht nochmal drauf nehmen. Also ich glaube, das war's. Ich habe jetzt genug gesagt. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach unten in den Kommentaren. Genau, also ich helfe euch gern weiter, wenn ihr auch am Wohnwagen renovieren seid oder wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, wenn euch noch irgendwas aufgefallen ist, einfach kommentieren. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auch, wenn ihr ein Like da lasst. Ich verlinke oben in der Infobox noch das Video mit dem, also das vorherige Video, das erste Wohnwagen-Video mit dem Umbau und das Video, wo ich die Polster genäht habe.
Damit ihr kommende Videos auch mitbekommt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.